Umsetzung der großen Steuerreform, Senkung der Lohnnebenkosten, mehr Investitionen vor allem im Straßenbau, verlässliche Haushaltspolitik und bessere Zahlungsmoral, mehr private Beteiligung an öffentlichen Bauvorhaben. Nur damit, so die Bauindustrie, könne die Bauwirtschaft aus ihrer Krise geführt werden und damit die gesamte deutsche Wirtschaft. Wenn ich die Arbeitsplätze schaffen will oder die Arbeitslosen abbauen will, muss ich eine wirtschaftsfreundlichere Politik machen. Und dann die Schwarzarbeit, Arbeitsplatzkiller Nummer 1. Ganze Häuser werden nach Feierabend an Wochenenden oder in der Freizeit hochgezogen. Die Lösung der Bauindustrie ist einfach: Schwarzarbeiter härter bestrafen und die Schwarzarbeit so letztlich ganz abschaffen. Das soll dann die nötigen 5 Millionen Arbeitsplätze bringen. Ralf Goldmann aus Bonn für CNN Deutschland. Schon mehr als eine Woche vor dem Eintreffen von radioaktivem Abfall in Ahaus im Münsterland kam es in der kleinen Stadt heute zu ersten Auseinandersetzungen zwischen Atomkraftgegnern und der Polizei. 4 Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace ketteten sich an das Privatgleis vor dem Zwischenlager. 4 Stunden saßen sie dort. Die Polizei versuchte erst, die Männer loszuschweißen. Als das nicht ging, schnitten sie ein 1,5 Meter langes Schienenstück heraus und brachten die Männer samt Anhang auf die Wache. Sie bekommen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Viele in Ahaus begrüßen derartige Aktionen, andere verurteilen sie. Ein Porträt der Stadt und der Menschen, die dort wohnen. Bietet. 460189, die Artikelnummer für unsere Mikroanlage von Schneider, und bei der ist auch der Preis Mikro. Geen punten. Marleen, so ist es, jij mag nog altijd kiezen. Geldzaken tweede nood. Geldzaken tweede nood voor 350 punten.